Also der Wald ist in erster Linie für mich ein Ort, an dem ich Kraft tanke und Ruhe finde. Der Wald bedeutet für mich natürlich auch Ruhe, Entspannung und es ist mein Lebensmittelpunkt, es ist mein Arbeitsplatz. Ja, mein Name ist Robert Carrera. Ich bin Wegemanager der Whisper Trails. Die Whisper Trails sind Wanderwege im Whispertaunus. Mein Name ist Harald Löschner, ich bin Forstbeamter im Forstamt Rüdesheim. Ja, die 16 Whisper Trails sind zertifizierte Wanderwege, sind sogenannte Premium-Wanderwege. Das macht sie besonders aus. An den Whisper Trails stört mich so viel gar nicht. Was mich stört, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir nicht zusammenarbeiten, obwohl das doch eigentlich das bessere Ergebnis bringen könnte. Sie sind extrem abwechslungsreich und befinden sich in einer besonders spannenden Landschaft. Die Belange der Natur, der, ich sag mal, stimmlosen Teilnehmer in dieser Geschichte, das sind bedrohte Arten und so weiter, die wird leider nicht gehört. Und mich stört so ein bisschen der kommerzielle Hintergrund, der so wenig Rücksicht nimmt auf die Natur hier. Man muss eins sagen, ich bin nicht derjenige, der in diese Gebiete eingreift, sondern es sind die Wanderwege, die von einem Planungsbüro mal geplant wurden und auch abgestimmt wurden mit den Gemeinden und auch mit den anderen Interessensvertretern. Also ich bin eigentlich derjenige, der die Wege letzten Endes in Schuss hält, der also sich darum kümmert, dass alles in Ordnung bleibt, aber mehr auch nicht. In der Corona-Zeit, dass Leute einfach auch einen Anreiz haben, hier rauszufahren in Rheingau, das ist eine schöne Landschaft, in der man mal rauskommt aus der Stadt, aus dem Corona-Stress. Das sehe ich und natürlich auch partizipieren einige Gastronomen hier enorm. Die Region hat ein paar Vorteile einfach in dem touristischen Bereich. Und man merkt also jetzt schon erste Effekte. Die Gastronomiebetriebe freuen sich höhere Gästezahlen. Es gibt Übernachtungsgäste in der Region und die Beliebtheit der Wanderwege ist messbar. Leider ist es nicht immer so, dass nur der Tourismus die Sonnenseite hier darstellt oder die Gastronomie Vorteile hat. Es gibt auch durchaus Gaststätten, die trotz den Whisper Trails ihren Betrieb einstellen. Also es ist schon sehr differenziert alles. Und so sollte man es auch betrachten. Ich kenne aus vielen Gesprächen mit Unternehmern, aber auch mit Bürgern, die also Geld in die Hand nehmen und tatsächlich auch Tiny Houses bauen wollen oder Versorgungsstationen aufbauen wollen. Also da tut sich eine ganze Menge. Ich vertrete ja durchaus hier auch das Land Hessen in dem Bereich zum Beispiel hier Naturschutzgesetzgebung, Artenschutz. Und das sind natürlich auch Punkte, die sind bis zum gewissen Grad verhandelbar. Und irgendwo sind es natürlich auch Punkte, die man berücksichtigen müssen und wo dann eben auch kein Kompromiss möglich ist, wo man einfach sagen muss, an dem Punkt greift ein Gesetz und das müssen wir alle achten. Aber ich denke schon, dass wir Dialog machen und das ist eigentlich immer der Weg, den ich auch gehen möchte.